Hallo Leute, ich bin's wieder, Irene, und heute gibt es ein Lookbook/Haul/Try-on-Haul. Anyway, ich habe ein Paket von Everpretty bekommen. Und zwar waren da drei Sachen drin, beziehungsweise drei Kleider drin. Und ich dachte, wir haben bald Valentinstag, deswegen, you know, ein paar Date-Night-Dresses könnten nicht schlecht sein. Ach ja, raise your hand if you got a date on Valentine's Day. Ich habe kein Date, so my hand ain't up there. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu Valentinstag macht. Ich glaube, ich werde mit Love im Kino enden, because that's just what we do. Und, anyway, das erste Kleid ist ein schwarzes Kleid. Und zwar ist eine Schulter normal und die andere Schulter ist weg. Poof, gone. Ja, Anatalia hat das so einen goldenen Streifen, beziehungsweise goldene Pailletten, was ich eigentlich ganz süß finde. Ich bin 1,71. Wer größer als ich ist, dem wird das Kleid ein bisschen kurz kommen. Aber everybody else should be fine. Ich finde das Kleid mega süß, weil das so etwas Süßes hat. Das hat so ein nicht kindlichen Touch, aber it just looks cute, you know what I'm saying? Es ist kein, voll sexy Kleid und so. Es muss nicht immer sexy sein, aber cute ist auch süß. Und ich wollte euch das Kleid auch angezogen zeigen. Und das kann man eigentlich ganz schön mit schwarzen, schlichten Pumps kombinieren. Wenn ich schon sowas trage, dann will ich auch all black haben. Alle Links werdet ihr in der Infobox finden. Und das nächste Kleid ist medium, also schon körperbetonter. Und wie wir mittlerweile alle wissen, mag ich eigentlich körperbetonte Sachen. Auf jeden Fall hat das Kleid in der Mitte so, wie nennt man den Stoff? So, es ist eigentlich transparent, aber innen drin hat das so einen Stoff, damit man nicht zu viel sieht. Vor allem vorne. Es ist sehr körperbetont, das muss ich schon zugeben. Es ist etwas länger als das andere und hat hinten einen Schlitz, aber keinen großen, also no big deal. Ich finde das Kleid ganz schön. Von den drei Kleidern ist das ja mein Lieblingskleid, muss ich sagen. Der Stoff ist dick. Kennt ihr das, wenn man ein Kleid anhat und der Stoff nicht dick ist? Und natürlich muss man ja irgendwie eine Unterhose anziehen. Und dann denkt man sich so, ja, ich ziehe keine Unterhose an oder Hotpants, sondern ein Tanga, so. Und dann sieht man den trotzdem, tut mir leid, Leute, y'all know I'm real, aber das hasse ich ja richtig doll, ne, wenn man die Unterwäsche noch sieht. Der Stoff ist so dick, dass man das zum Glück nicht sieht. Kommen wir zum letzten Kleid. Und zwar hat das so eine ähnliche Farbe wie das Kleid, was ich euch eben gerade gezeigt habe. Aber das hier ist like all out. Also das ist so richtig, richtig Date. Wir gehen ins Theater, in eine Oper, wir gehen auf ein Konzert, auf ein klassisches Konzert, weil das ein bisschen aussieht wie ein Ballkleid. Und, ja, also so sieht's aus. Es hat hier so goldenes Detail. Es ist nicht körperbetont und es ist ein langes Kleid, wie schon gesagt. Und ja, was ich an dem Kleid so süß finde, ist dieses goldene Detail hier. Ja, ich werde euch das auch angezogen zeigen. Ich finde, das kann man ganz schön mit schwarzen Schuhen kombinieren. Oder ich glaube, die Schulkinder haben mittlerweile die Zeugnisse bekommen oder irgendwie Zeugnisverleihung. Ach so, nee, Abi, das ist ja später. Ich wollte gerade sagen, das könnte man eigentlich auch gut zum Abiball oder Zeugnisverleihung anziehen. Und ja, I think it's cute. Looks nice. So, das waren die drei Teile und ich hoffe, die haben euch gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welches dieser drei Teile ihr am besten fand. Und ja, Links zu den Kleidern werdet ihr in der Infobox finden, wie immer. Ich weiß, Leute werden fragen, wie ich meine Frisur hinbekommen habe. Einen Link zu dem Video werdet ihr auch in der Infobox finden. Und dann folgt mir auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Mein Name ist Irene Asamoah Official, da werdet ihr auch Bilder sehen. Falls ihr euch das nicht merken konntet, den Link werdet ihr auch in der Infobox finden. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.